Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir auf diesem Kanal. Wir fahren heute auf die Babyweltmesse nach Berlin und wir sind gerade mitten auf der Autobahn, deswegen wahrscheinlich auch das Autogeräusch im Hintergrund. Und wir dachten, wir nehmen euch heute einfach mit. Wir fahren jetzt extra vom hohen Norden Deutschlands nach Berlin, weil die Babyweltmesse bei uns in Hamburg erst im Februar ist und das ist mir zu knapp. Und dementsprechend fahren wir jetzt extra nach Berlin. Mein kleiner Bruder ist dabei, den kennt ihr ja noch gar nicht. Das ist der Marvin. Der kommt halt auch mit, weil er kennt Berlin noch nicht. Du bist gleich da. Er kennt Berlin noch nicht und wir wollen ihm das einfach mal zeigen, ein bisschen da und verbringen dann sozusagen den ganzen Tag heute in Berlin. Wir gehen ein bisschen shoppen und so. Felix ist auch da, er fährt. Und genau, wir machen uns einfach so einen schönen Tag und nehmen euch einfach so ein bisschen mit. Viel Spaß. Lieben, wir sind da. Wir haben noch jemanden eingesammelt. Hallo. Ich verlinke Ihren Instagram-Account mal in der Infobox. Wie letztes Jahr. Genau, und jetzt werden wir auf die Babyweltmesse gehen. Wir haben nach Stunden endlich einen Parkplatz gefunden. Oh ja. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, wie lange wir warten müssen und ja, was wir so finden. So, hier ist die Messe und hier ist der große Parkplatz, wo man nie einen Parkplatz findet. Aber die Schlange hat sich schon ein bisschen gelöst, das heißt, brauchen wir nicht mehr so lange anstehen. So, das erste Geld wurde ausgegeben bei Fuchs und Kiwi. Sie hat sich eine Strampler gekauft. Wir haben leider schon so viele in den kleinen Größen. Zimmer voll. Aber ein High Five geben. Ja, jetzt musst du gleich der Giraffe einen High Five geben. Oh Schatz, guck mal. Ich mache mir meine die Farbe. Die Farbe ist. Ah, wir haben einen Emil Junge. Den haben wir, nur mit großen Reifen. Der ist natürlich, ich liebe dieses Blau. Ne? Die hat ganz schön viel Metall. Ganz schön viel Metall. Muss sie ja auch, weil sie so schwer ist. 80 Kilo. Aber das ist doch schon cool, oder? Ich wiege erst 25. Da hat sie keinen Sofa bei uns, sondern sowas. Zwei Stück. Ja! Oh, der ist auch süß. Aber wir bekommen immer noch ein Mädchen, ne? Aber der ist echt süß. Oh, der ist süß. Oh ja, der ist auch süß. Ah, hier ist Will. Oder Oma hat den. Ja. Gehen wir zu dir auch. Passt dir sogar vielleicht noch. Ja. Passt es dir, ne? Ja. Was? Volle Katastrophe. Ah. Ich hatte jetzt zu spät. Jetzt ist es vorbei. Oh, 10 Euro noch. Ja, willst du so? Welche willst du denn? Aber gleich guck mal, ein Affe. Oh, muss auf jeden Fall was Süßes sein. Oh, da guck mal, der ist auch süß. Hier, Marvin. Warte, ich schau hier nochmal. Oh Gott, die Möbel sind aber auch schön. Schau mal, hier ist eins größer. Schatz, das hier hatten wir mal als Kinderwagenkette, weißt du, Schatz? Das hatten wir mal als Kinderwagenkette. Schatz, guck mal, wie süß das ist. So. Das ist alles süß. Ja, guck mal. Auf zu Nipp. Auf, auf. Die waren erfolgreich. Oh yes. Oh, die kostet sogar nur 2 Euro. Kostet, wie teuer sind die mehr? Bei Rossmann gibt es die, glaube ich, auch gut. Wie findest du das? Würdest du die wie ein Baby? Ja. Das ist cool, ne? Willst du auch so einen haben? Ja. Willst du die oder die andere große? Die andere. Ja, ist die besser? Okay. Ich will das Ding haben. Wie gefällt es dir? Mega. Ich auch.
heißt du toll? Hier? Ja. Ja. Ich weiß nicht, es gibt so viele schöne Stände. Bei DM, wir haben uns gerade kostenlos Schnuller gravieren lassen. Ja, voll cool von DM. Cool. Die da bekommen und ja, wir zeigen euch den nachher mal. Unser natürlich nicht, weil da steht der Name unserer Tochter drauf. Mein Bruder hat auch einen bekommen mit seinem Namen drauf. Ja, er war voll stolz, voll süß. Marvin ist schön. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause, wie ihr seht. Und ich wollte euch kurz einfach nochmal berichten, wie es für mich war auf der Messe. Und alles, was wir gekauft haben und geschenkt bekommen haben, kommt in einem extra Video, so einem kleinen Baby-Haul. Weil einfach ja, sehr, sehr viel gekauft wurde und ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Und ich dachte, so ein extra Video ist auch ganz interessant, denn dann müssen sich einige Leute nicht das ganze Video hier angucken, sondern können sich nur den Haul anschauen. Ja, ich fand die Messe richtig schön. Sie war richtig groß. Die in Hamburg ist auf jeden Fall kleiner. Aber es war einfach viel zu voll. Es war sehr stickig. Mir wurde auch eine halbe Stunde sehr schlecht, dass ich oft sitzen musste und ja, mich wenig konzentrieren konnte. Und ja, irgendwie war es für mich eine halbe Stunde vorbei. Man wusste auch nicht wirklich, also ich hatte so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Ich wusste überhaupt gar nicht, wo ich hin möchte, was ich alles sehen möchte. Und irgendwie war ich so ein bisschen neben der Rolle. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges gekauft. Wir haben sehr viel geschenkt bekommen. Wir haben uns sehr viel beraten lassen bei Dingen, die wir noch kaufen werden. Was ich schade fand, war, dass Stocke nicht da war mit dem Trip-Trap. Und dass Babyborn bzw. allgemein keine Kinderzimmer ausgestellt wurden, weil wir eben auch hin wollten wegen einem Kinderzimmer. Aber da müssen wir jetzt schauen, was wir da jetzt kaufen. Aber da werden wir auch noch das Richtige finden. Aber sonst war, glaube ich, alles vertreten. Was ich auch schön fand, war, dass viele kleine Firmen da waren. Also Leute, die man ja noch gar nicht so richtig kennt. Also ich kannte zum Beispiel ganz, ganz viele nicht. So kleine Handmade-Shops oder Tragen, die man noch gar nicht so richtig kennt. Und das fand ich auch wirklich richtig schön. Und allgemein war die Messe wirklich, wirklich schön. Parkplatz finden, darüber muss man, glaube ich, in Berlin nicht sprechen. Aber sonst war es wirklich sehr schön. Ja, meine Lieben, jetzt drehe ich den Haul nach für euch. Und die Sachen liegen ja schon alle neben mir. Und dann wünsche ich euch jetzt aber erstmal für dieses Video einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!